Also eine der typischen Fragen, die ich immer wieder bekomme, ist, müsst ihr euch um jeden Mist eigentlich kümmern da im Bundestag? Habt ihr nicht Wichtigeres zu tun? Konzentriert euch doch mal. Naja, und man kann da viele Meinungen haben, aber vielleicht mal erstmal auf die Fakten. Und die kann man sicher erklären lassen. Und wer erklärt? Otto erklärt. Der Deutsche Bundestag ist ein Parlament. Also man redet miteinander. Und worüber redet man? Über Gesetzgebung. Und damit eigentlich über alles, wo man Gesetze macht. Und da gibt es ganz schön viel. Und da sagen manche, naja, aber das ist doch wichtig, da musst du was machen mit Gesetz. Oder das ist wichtig, aber das ist doch unwichtig. Wer entscheidet das eigentlich? Naja, in der Demokratie wohl die Mehrheit. Und das Spannende ist, die Aufgabe von so einem Parlament, auch von uns als Abgeordneten, ist ja dann, sich um alle Probleme zu kümmern. Klar, da kommt der Vorwurf, ach, ihr habt doch keine Ahnung von den täglichen Problemen, ihr seid ja im Elfenbeinturm, ihr lebt da in einem Bereich, wo ihr gar nicht mehr mitkriegt, was Otto Normalverbraucher betrifft. Naja, aufgrund meines Vornamens würde ich dann sagen, kriege ich auch schon noch mit. Nicht alles, ist ja klar. Aber jetzt kommt das Wichtige. Wir müssen als Politiker, egal ob wir FDP, Koalition, Opposition, Bundestag insgesamt sind, uns mit den Problemen beschäftigen. Und da kann es nicht sein, dass weil das ein Problem von 1000 ist, ist es auf einmal unwichtig und weil es ein Problem von Millionen ist, ist es wichtig, sondern wir müssen gucken, was ist die Aufgabe? Unser Staat muss funktionieren. Und ich gebe mal ein ganz dummes Beispiel. Ja, natürlich ist die Frage der Rente wahnsinnig wichtig, weil es Millionen von Mitbürgerinnen und Mitbürgern betrifft. Aber komischerweise, Achtung, zweites Gesetz zur Änderung des Berufsrechts der Podologen. Podologen, Fußpfleger, ist ein Gesetz, das wir machen. Könnte man sagen, habt ihr nichts Wichtigeres? Für diejenigen, die den Job machen, ist das verdammt wichtig. Da geht es um die Berufsausübung, Qualifikation, Fortbildung, geht es um die Frage von Altersvorsorge dann auch wieder und dann macht man das auch. Und deswegen ist die eine Frage, womit man sich beschäftigt, zu trennen von der Frage, was ist für wen wichtig? Naja, und was dann wichtig ist, das sieht man an dem, was alles an uns herangetragen wird. Politik denkt sich ja nicht einfach immer nur was aus, kommt auch mal vor, sondern bekommt Briefe, E-Mails, Ansprachen, da muss doch was getan werden, da muss doch was getan werden. Aktuelles Beispiel, Cannabis. Habt ihr nichts Wichtigeres zu tun als die Frage, ob jetzt ein Kiffer 1, 2, 3, 4, 5 oder etwas mehr Gramm haben darf oder eine Pflanze oder nicht? Naja, vielleicht gibt es Wichtigeres. Aber heißt das dann, dass das andere unwichtig ist? Und wäre es nicht auch wichtig, mal eine Regelung zu finden, dass man nicht 180.000 Strafverfahren für den Selbstverbraucher macht? Kann man darüber streiten. Aber muss man als Parlament dann auch streiten? Das ist der Vorteil einer Demokratie. Stellt euch doch mal vor, es wäre keine Demokratie. Dann würde irgendjemand oben alleine entscheiden, was wichtig ist. Und wenn du Glück hast, kennst du den oben. Und dann wird vielleicht was entschieden. Im Parlament heißt es, es wird über alles geredet. Und übrigens, ist das bei irgendeiner Partei, irgendeiner Fraktion anders? Naja, geht doch mal auf die Homepage des Bundestages und guckt euch die Initiativen nicht nur der Koalition an, sondern auch die der Opposition. Da werdet ihr auch sagen, naja, haben die nichts Wichtigeres. Warum kommt sowas eigentlich? Ja, und da gibt es noch einen einfachen Hinweis. Du hast mehrere Ausschüsse. Jeder Politiker hat so seine Fachbereiche. Ja, es gibt welche, die haben breite Themen wie ich als Haushälter, wo du dich mit dem Panzer genauso beschäftigst wie mit der Windel, mit der Rente, mit allen möglichen anderen an Ausgaben. Aber du hast auch Fachbereiche. Jetzt nehmen wir mal die Kulturpolitiker. Kulturpolitik unwichtig, oh, uninteressant, langweilig. Naja, ich gebe mal ein Beispiel. Kultur, Kreativität betrifft zum Beispiel auch den Bereich Games, wo manche sagen, ach, Computerspiele ist doch alles Quatsch. Dass das ein Milliardenmarkt ist, dass da tolle Arbeitsplätze, Hochqualifizierte entstehen, dass da großes Interesse ist und dass übrigens mit Games auch manch anderes in der Realität gelöst wird, wird dann oft nicht gesehen. Und wenn dann einer sagt, boah, ich habe mich jetzt für die Gamesförderung eingesetzt, kann man sagen, boah, müsst ihr euch damit beschäftigen, macht doch mehr Rente, Arbeitslosigkeit, Wirtschaftswachstum und Ähnliches. Es ist am Ende ein Gesamtkunstwerk, weil unsere Gesellschaft nicht 0815 ist, weil sie nicht einfach nur schwarz-weiß ist, sondern weil sie so komplex und so kreativ ist, wie sie ist. Und deswegen, es gibt immer Wichtigeres zu tun, aber das Wichtige ist, dass man sich anschaut, was notwendig ist und hilft, wo man kann und auch mal Nein sagt, weil auch das dann eben dazugehört zu entscheiden. Aber drüber reden sollte man. Naja, da kann man der Meinung sein, aber man kann sich das auch erklären lassen. Und